meiste Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo, Männer. Heute geht's mal um den DeWall DCD785. Und zwar hat er das Problem, dass er, wenn ich ihn einschalte, dass er manchmal will er nicht. Er hängt halt ein bisschen. Und ich habe ihn schon mal aufgeschraubt. Was ich euch dann noch schnell zeigen wollte, wenn ihr das vorsichtig hier abschraubt, Stück für Stück und es rauszieht, ein Stückchen, kriegt ihr dann dieses Gehäuse hier ab. Ich mache das jetzt mal ab und dann gucken wir uns mal die Kohlen an. Ich habe mir hier ein paar neue Kohlen besorgt und bauen die ein. So, nachdem alle Schrauben gelöst haben und wie gesagt, dass die vier von vorne auch gelöst haben und vorsichtig raus haben, können wir dann den Akkuschrauber öffnen. Und wie wir bei dem sehen, da ist natürlich ordentlich verdreckt und die Kohlen sitzen hier drauf. Siehst, ich muss die irgendwie hier reinkriegen. Naja, ich zerleg das mal. Wenn er das Ding jetzt rauskriegt, einfach zu einem drehen, dass der Schalter oben rauskommt. Und dann kann man es einfach nach vorne rausnehmen. So, bei dem Ding braucht ihr hier einen speziellen Imbusschlüssel. Ich habe es jetzt mit einem kleinen Torx gemacht. Ich hoffe mal, dass es jetzt rausgeht, die ganze Geschichte. Also man kann dann das ganze Paket hier so vorsichtig raushebeln. Jetzt sieht das Ganze so aus, wie ich da jetzt die Dings rankriegen soll. Das muss ich mir erstmal überlegen. Puh, so auf jeden Fall eine ganz schön dreckige Arbeit. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wie ich das verbinden soll. Ich habe jetzt die alte Kohle mal raus. Sie hängt jetzt noch dran. Naja, gut, die neue, das ist schon ein Unterschied, ne? Ich mache jetzt die neue einfach mal schon mal rein, oder? Gucken wir das nochmal an. So, die neue Kohle habe ich schon mal drin. Passt auch. Ist die Rische. Ist ja noch ein kleiner Unterschied, ne? Wenn wir jetzt mal die alte uns angucken und die neue im Vergleich. Ja, die ist halt wirklich komplett tot, ne? Jo, das mache ich jetzt auf der anderen Seite noch. Ich vermute mal, dass das einfach eingepresst ist. Aber ich presse das nicht auf. Ich schneide das jetzt hier ab. Bündig. So. Mach die Drähte hier zusammen und löte dann zusätzlich das noch fest und dann ist das in Ordnung. Ne, weil jetzt hier das nochmal zerfummeln, am Ende geht dann gar nicht mehr. Ne? Ich probiere das jetzt mal aus, fummel den Draht hier ein bisschen auseinander, dass ich das ein bisschen zusammenzwirbeln kann und dann wird das ordentlich verlötet. So, ich habe jetzt alles mal verlötet. Sieht jetzt nicht ganz so optimal aus, aber ich denke, das funktioniert. Ja, und dann das Ganze natürlich wieder zusammenbauen. Hier auf die Ringkappe achten und so. Ich denke mal, das kriegst du alleine hin. Boah, das ist eine Sauerei, du. Na gut, mal gucken, ob es geklappt hat. Ich baue mal wieder zusammen. Beim Zusammenschrauben hier nicht mit Gewalt reinziehen, sondern das letzte Stück muss so locker sein. Und dann ein bisschen rumwirschen, bis es wirklich richtig reingeht. So, bevor ich ihn jetzt komplett zusammenschraube, Schrauben fehlen jetzt mal noch. Bühren wir mal aus, ob die Reparatur auch was gebracht hat. Ui, ja. Geht wieder. So schön. Supi. Ja, jetzt noch zusammenschrauben, ein bisschen sauber machen und mich sauber machen und dann ist alles supi. Die Kohlen haben gekostet 2 Euro bei Amazon. Einfach den Namen DeWall und könnt ihr dann bei Amazon, eBay gibt es überall. Ne? Sind einfach nur die Kohlen gewesen. Super, geht auch wieder. Einmal frei. Tschüssi.